Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bayonetta. Ja, die letzte Folge war chaotisch wie immer, wie wir es von diesem Spiel kennen. Und heute hoffen wir mal, dass es nicht ganz so chaotisch zugeht. Deswegen klicken wir auf Spielen. Wuhu! Ich freue mich tierisch. Ich hoffe, dass ich heute etwas komplizierter, ich wollte eigentlich sagen konzentrierter bin, aber man sieht, es fängt schon gut an. Nee, ich reiß mich zusammen. Heute wird wirklich konzentrierter. Wir hoffen mal, dass es weniger Fails geben wird und das Spiel etwas besser jetzt vorangeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit uns das Ganze noch führt. Ich finde es ganz lustig, eure Reaktionen so mitzubekommen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ich ein paar Leute gefunden habe, die das Projekt auch wirklich anschauen. Auch wenn ich schon merke, dass es jetzt nicht mein Burner-Projekt ist, aber das spielt für mich ehrlich gesagt sowieso mittlerweile keine Rolle mehr. Ob das jetzt... Wir beschränken uns mal auf das hier. Okay, jetzt. Nee, es spielt für mich jetzt wirklich keine Rolle, ob das jetzt das bestlaufendste Projekt ist oder nicht. Von daher werden mich die Klickzahlen nicht davon abhalten. Das war bei Paponio auch schon so. Holla, die Waldfee. Und auch hier. Es ist schön, dass ein paar Leute zuschauen und das freut mich. So, wir haben hier... wieder eine Notiz. Ich habe schon von einer Person Kritik bekommen, ich sollte nicht immer vorlesen, aber es tut mir leid, ich werde sie nach wie vor vorlesen. Es gibt genug Leute, die sie eben hören möchten und ich schaue natürlich, dass ich das Ganze nicht total in die Länge ziehe. Alles in allem versuche ich natürlich bestmöglichst auf euer Feedback einzugehen. So, also, jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut. Täler des Halbmonds und Sonnenaufgangs ist es das Thema. Dann schauen wir mal, um was es geht. In ihrer Funktion als Wächter waren Lumen, Waisen wie Umbra-Hexen unglaublich mächtig. Sie fürchteten sich gegenseitig und verbaten einander den Umgang mit den jeweils anderen Clan, um das Mächtegleichgewicht zu erhalten. Während der jährlich stattfindenden Sonnenfinsternis war es nur den Ältesten der Clans erlaubt, die andere Gruppe zwecks Verhandlungen zu treffen. Dieses kosmische Phänomen von Sonne und Mond, von denen beide Parteien ihre Macht erhielten, muss für die beide auch dieselbe besondere Bedeutung gehabt haben. Jene beiden Clans also, die gnadenlos miteinander verbunden und doch so unterschiedlich waren wie eben Tag und Nacht, festigten ihre Verbundenheit in ihren verzweigten Verstecken in den Bergen. Die Hexen im Tal des Halbmondes, die Weisen im Tal des Sonnenaufgangs. Das Gebiet rundherum dieser schwer zugänglichen Bergregion war gesäumt von unzähligen Reihen von Steinmonumenten, die zu Ehren der Toten jedes Clans errichtet worden waren. Riesige Statuen, die eine Hexe und einen Waisen zeigten, standen im Zentrum des gemeinschaftlichen Teils und bildeten die Territorialgrenze. Beide Statuen stehen mit dem Rücken zueinander. Ihre Antlitze versetzen die Seelen des Betrachters in großes Unbehagen, als wollen sie diese menschlichen Blicke zurückweisen. Oberhalb der Statuen trafen sich die Clans zu ihren jährlichen Besprechungen und verliehen den Ort ein rätselhaftes, aber faszinierendes Ambiente. Die beiden Täler dienten jedoch nicht nur als Gedenkstätten, sie waren auch Überschauplätze für die hellen und dunklen Künste und galten beiden Clans als heilig. Heute bietet die Statue der Umbra-Hexe mit der speerdurchbohrten Brust einen wahrlich schauderhaften Anblick. Wurde dieser Speer während der Zeit der Verfolgung in die Statue gerammt, so hätte dies dem Lumenweisen gewiss ein unsägliches Maß an Macht abverlangt. Okay. Sehr interessant, wie ich finde. Und jetzt geht es aber weiter, denn wir wollen weiterkommen. Ich kann es natürlich verstehen, dass so der ein oder andere von diesen Notizen ein bisschen genervt ist. Nicht jeder mag das, wenn sowas vorgelesen wird. Das verstehe ich total. Aber es sind halt wirklich sehr wichtige Dinge der Geschichte, holla die Waldfee drinne, die ich halt nicht auslassen möchte. Und wir haben halt jetzt auch in der Vergangenheit schon gemerkt, dass da wirklich oft Dinge enthalten sind. Das war knapp. Wir können nochmal springen in der Luft, das ist gut. Es sind halt einfach wirklich, und das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, Dinge enthalten in Notizen, die wir sonst nicht verstanden hätten. Wow, das war Skill. Sie haben eine Trophäe verdient. Schön. Holla. Wow, ich habe mich gerade noch gerettet, sonst wäre ich jetzt gestorben. Oder, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man wirklich stirbt. Was haben wir hier? Nichts. Okay, gehen wir weiter rauf. Natürlich. Oh. Oh, oh. Oh.
Okay. 6 and 4. Seconds 4. Grace and Glory. Okay. Ach, ich hätte einen Folterangriff machen können. Da haben wir aber einen hübschen Folterangriff. Der gefällt mir. Was müssen wir? Drehen müssen wir. Okay, super. Ich habe das Gefühl, dass ich in die falsche Richtung gedreht habe. So wenig Gigatonnen, wie sich da aufgebaut haben. Und gleich nochmal. Den gleichen Folterangriff. Gut. Welche Richtung zeigt denn der Pfeil? Ach so. Ja, ist eigentlich wurscht. Egal. Hätten also auch in die andere Richtung drehen können. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Folterangriff. So, haben wir hier alles? Wie es scheint, ja. Aber... Oh, wir haben eine weitere Schallplatte. Und jetzt küsst sie es auf. Sehr schön. Ich habe halt da auch ein bisschen nachgedacht, so jetzt nochmal. So, jetzt müsste eigentlich die Schallplatte kommen. Genau. Sonate in D-Dur, KV 44:8. Okay. Ich habe ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ja, sehr schön. Ich möchte auch nicht lange auf das Thema eingehen, weil das Spiel natürlich im Vordergrund stehen soll. Aber, was soll ich sagen? Ich merke, dass das Projekt nicht so viele Leute anzieht, was ja grundsätzlich jetzt nicht das Problem ist. Man kann ja nicht wirklich allen Leuten alles recht machen und man wird nie immer Projekte haben, die wirklich allen Zuschauern gefallen. Von daher, aber gerade da denke ich mir, die Leute, die sich das Spiel anschauen, die mögen es und wollen es sehen und gerade da, finde ich, sollte man alles mitnehmen. Deswegen eben auch die Notizen. Und, das finde ich schon eigentlich ganz wichtig. Also, wenn jetzt jemand wegen Notizen abspringt, dann denke ich mir halt, das kann ich verschmerzen. Es ist halt mal ein Liebhaberspiel. Was liegt denn da? Oh, schön für dich. Wieso? Liegt da dein Lippenstift? Hast du den fallen lassen? Ah. Without lipstick, but lipstick without a girl. Most curious, isn't it, Cheshire? What's also most curious is how a child like you has kept afloat in this town. The name is Luca! And don't you think it's a little strange to be worried about my well-being? Sure, the Festival of Resurrection is peak security. The thing only happens once every 500 years, can you blame them? Besides, when you look as good as I do, security isn't a problem. But a killer like you, on the other hand, I'm sure you've found a way. That little girl. I've seen her somewhere. Don't go freaking out on me. We both know you came here for something. But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me and what you've done. You'll have to fess up to it all. I can't wait for you to get your hands on whatever it is you're after. Let me guess, you want a cut. Well, if you're still alive by then, perhaps you can appeal to my generosity. Still alive? You may be standing right in front of me, but you're definitely not living in reality. Which is a shame, because the truth is always going to be the truth. All I see when I look at you, the real you, is the truth. The truth is, you killed my father. I don't care who believes me. They can't reject the truth. The truth will set me free from your black stain on my life. The truth will allow me to expose you to the world. Then, I'll have won. And I'll do it without stooping to your level. Because I'm not a heartless witch like you. Whoa! What are you gonna do? Kill me in plain sight? Go ahead. It would only prove everything I've said about you. Well, that and sadden the hearts of a number of young ladies. Claire and
Trish and Sylvia and Amy. Oh, you don't want to piss her off, let me tell you. Hell hath no fury. Konnte er sie jetzt sehen? Ich denke nicht. Wobei ich fast vermute, dass er sie kurz gesehen hat. Oh, ja, wunderbar. Was haben wir denn hier Schönes? Fearless. Okay. Das sind natürlich die Namen immer von diesen Gegnern, die hier kommen. Die werden aber auch weniger oft aufploppen, weil irgendwann haben wir ja auch noch eine große Anzahl. Ich glaube nicht, dass da immer neue kommen. Ich weiß es aber, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Vielleicht kommen auch immer neue. Naja, Burschi, Burschi. So geht's aber nicht hier. Komm schon, weg mit dir. Komm her. Folterangriff finde ich gut. Na? Und wuhu! Den mag ich auch lieben gern. Na komm schon. Nur 60 Gigatonnen. Da waren wir jetzt aber nicht so schnell. Naja, nicht so schlimm. Sammeln hier das ganze Gedöns ein. Wo ist jetzt eigentlich unser Luca hin? Luca? Wo ist der jetzt hin? Ach, keine Ahnung. Naja, weiter geht's. Aber ich finde es schön. Einer der letzten Kommentare war so nach dem Motto, warum habe ich das Gefühl, dass wir den noch öfter sehen werden? Und das ist tatsächlich so. Wir sind heute wieder Luca begegnet. Wundervoll. Ach, ja. Na? Ja, jetzt komm schon. Sehr schön. Ah, dieses Zerstörte hier. Wahnsinn. Okay. Wieder abgeschlossen. Was haben wir hier? Okay, das sieht interessant aus. Dazu gibt es wieder Notiz, die wir natürlich auch versuchen, relativ nahtlos wegzubekommen. Puh. Im heiligen Tal des Halbmondes sollen sich gewaltige Überreste befinden, die noch aus den Zeiten herrühren, in denen es den Hexen als Übungsstätte für ihre übernatürlichen Zauberkünste diente. Die lange Brücke, die sich über die gähnenden Schluchten des Tals erstreckt, die zum Firmament zeigenden Steinkreise, die Übungssäle, in denen unter Todesgefahr die Hoffnung genährt wurde, ein Leben durch intensives Training zu perfektionieren, dies alles befindet sich in den von mir gefundenen zerfledderten Aufzeichnungen. Ich kann nicht sagen, ob alles auch tatsächlich existiert hat oder nicht, doch allein die prachtvolle Mai, wie ich das hasse. Oh, so, ich drücke dann immer versehentlich erstmal in die falsche Richtung. Ich muss mir angewöhnen, das nicht mit dem Stick zu machen. Ach, Gottes Willen. Doch allein die prachtvolle Erscheinung der Hexenstatue aus der Ferne gibt den Anschein, dass die im Lauf der Geschichte weitergegebenen Legenden wahr sind. Die merkwürdigsten dieser Artefakte sind bekannt unter dem Namen himmlische Gebieter. Wie beschrieben entnahmen die Umbra-Hexen ihre Kraft der Dunkelheit, die Lumenweisen dem Licht. Ich habe jedoch nicht erwähnt, eine schöne Satzbetonung, dass jene Kräfte am größten waren, wenn der Vollmond vorherrschte bzw. die Sonne am Zenit stand. Die zwei Gruppen schufen die himmlischen Gebieter, um die Bewegung des Mondes und der Sonne zu beeinflussen. Dies ermöglichte ihnen schließlich den wichtigsten aller Riten. Wenn man den Geschichten Glauben schenken kann, sollen sie tatsächlich imstande gewesen sein, sogar die Vorgänge des Universums zu lenken. Die Mächte der Hexen und Weisen waren nicht allgemein bekannt. In ihrer Funktion als Wächter über die Zeit ist jedoch anzunehmen, dass sie über ungeheure Fähigkeiten verfügen mussten, was ihren eigenen Niedergang letztlich umso ironischer erscheinen lässt. So, raus hier. Und das hier ist gemeint. Denn wir können hier drehen und dann passiert etwas ganz Bestimmtes. Wie wir gleich sehen werden. Man merkt schon, bei ihr scheint sich eine Energie aufzubauen. Und wir sehen, der Mond geht auf. Es wird Nacht. Das ist mit diesen himmlischen Gebietern gemeint. Und das hier finde ich ganz, ganz schön, was jetzt gleich passieren wird. So, wir haben nämlich hier
Da können wir jetzt raufgehen. Durch das des Mondes haben wir jetzt einen Hexengang. Und dann machen wir diesen hier. Und das finde ich unheimlich toll. Nur was ich ganz witzig finde, ist, wir können jetzt hier Gegner umbringen. Super. Sie springt natürlich auch ein bisschen automatisch auf die hin. Wir können sehr viel schießen. Dadurch machen wir natürlich einige von denen kaputt. Je mehr wir hauen, umso länger befinden wir uns aber auch im Sturz. Also wir können auch hergehen und gar nicht schlagen und einfach nach unten fallen. Dann bringen wir aber einfach keine dieser Viecher um. Wie man es möchte, ne? Na komm schon. Ich finde es ganz, ganz lustig gemacht. Ich habe jetzt aber nicht vor, da jeden der Gegner zu killen. Es kommen ohnehin keine mehr. Super. Und wusch. Oh. Wie es scheint, ist es gerade wieder... Was war denn das jetzt? Die Musik gebackt. Ist es dadurch wieder Tag geworden, dass wir angekommen sind? Finde ich auch ganz interessant. Und was möchtest du von mir? Hey, hey, Junge, 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 pass auf. Na gut, ich muss jetzt sagen, der Folterangriff hat ja optisch seine Reize, aber so 100% wundervoll toll finde ich ihn jetzt auch nicht. Aber gut. Jedem das Seine. So, diese Waffe nehmen wir natürlich gerne auf. Dann schauen wir uns mal um. Wieso ist die Musik noch da? Weil sie nur ein bisschen nachgehängt hat. Okay. Oh, und schon wieder neues Gedöns. Hallihallo. Wundervoll. Harmony. An dieser Stelle würde es mich eigentlich mal ganz freuen, durch das, dass wir ja jetzt den Upload-Plan geändert haben auf alle 2 Tage, nicht mehr alle 3 Tage, was ihr denn so an Länge optimal finden würdet bei Bayonetta. Da würde ich eigentlich ganz gerne mal euer Feedback hören. Also ob ihr sagt, okay, lieber kurze, knackige 15 Minuten oder nee, macht doch lieber 20 Minuten. Ich meine natürlich, wenn wir jetzt irgendwo mitten in einem Level stecken, in einem Bossfight, werde ich vermutlich nicht kürzen. Aber es wäre ganz cool, wenn ich da ein bisschen Feedback von euch erhalten könnte. Und weg damit. Wundervoll. So, jetzt sammeln wir hier nochmal schön brav das hier ein. Und dann werde ich ab der übernächsten Folge das beachten. Die nächste Folge nehme ich jetzt nämlich noch gleich nahtlos auf. Und dann schauen wir mal weiter. Da ich allgemein bei Bayonetta vermutlich etwas mehr Vorrat in der nächsten Zeit aufnehmen werde, da das Spiel jetzt nicht total so ist, dass man mordsmäßig auf Tipps eingehen kann, denke ich, ist das zu verschmerzen. Wir haben hier Sonate in D-Dur KV 448. Da hatten wir doch davor schon mal eine bekommen. Ja, an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, würde mich sehr über euer Feedback freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.